Ja, hallo zusammen. Ich bin im Kloster Schöntal an der Jagst oder im Jagsttal und wir sind heute, treffen wir uns zu einem Wanderwochenende, meine früheren Kollegen, und ab morgen gibt es dann jeden Tag eine Wanderung und wenn ihr Lust habt, dürft ihr auf diesem Kanal uns bei dieser Wanderung begleiten. Jetzt schaue ich mir mal den Ort an, Kloster Schöntal. Hier geht es zum Klosterhof. Den schaue ich mir jetzt mal an. Kommt einfach mit und morgen früh nach dem Frühstück geht es dann auf die erste Wandertour.
Guten Morgen, liebe Wanderbrüderinnen und Brüder. Das war jetzt korrekt, ausgedrückt. Achtung! Außer die Vers hast du vergessen, aber ist nicht. Zusammen. Jetzt ist die Wandergruppe zur ersten Tour unterwegs. Wir sind gestartet, 9.35 Uhr. 16 Kilometer liegen vor uns mit einigen schweren Stationen, die es zu überwinden gilt. Ihr werdet es erleben, wenn ihr dran bleibt. Also, los geht's. Die Frau vom Wanderführer versichert sich nochmal auf der Karte. Erstmal überqueren wir die Jagst. Wir sind ja im Jagsttal und hier habt ihr einen Blick auf die Jagst. Jakobsweg. Es gibt keine Steigungen bei der Wanderung, nur alles flach. Kurz vor Santiago de Compostela. Und gestern Abend, da war wirklich Stress. Ja. Haben wir da. Was heißt das hier? Sondern muss auf Scheinart wählen. Kleiner Schreck, ein Teil der Gruppe war plötzlich verschwunden oder abgehängt. Aber jetzt sind sie alle wieder da. Irgendwas wird jetzt gerade diskutiert. Odin ist nervös, weil ich da vorne stehe. Er ist nämlich ein Herdenhund, ein Hütehund. Und der will die Gruppe immer zusammenhalten. Jedes Mal das Gleiche.
Hier kommt unsere Erfrischung. Und jetzt? Da war schon kein Power drin. Da war kein Fuß drin. Danke, danke, danke mehr. Das ist meins. Rot, nicht weiß. Sie hat Fieber gehabt und er hat Unwohlsein gehabt. Was machen Sie? Weil die 20 Cent billiger ist, nehmen Sie sich vorstellen, wo ich dann bin. Ja, an was? Willkommen im Lebenscafé. Vom Arzt ausgestellt mit Stempel und allem drum. Also da gibt es Vorgaben. Aber wenn die nicht vorlegst, und legst du irgendeine alte Evaluation vom Arzt, dann gilt das nicht. Aber ist der Kunde, der lässt. Zum Wohl.
Wir haben lauter Säulen hochgestellt. Und da hat er irgendwann ein paar heiße Wälder geschrieben. Dann kommen wir direkt am Schloss raus und dann halt. So Zwischending zwischen Quad und Traktor. Unserer Vesperpause im Limes Café, wo wir was Feines zu trinken bekommen haben. Ihr habt es ja gesehen. Geht es jetzt oberhalb der Jagst entlang, relativ im Schatten. Ja, gut, es kommt auch etwas Sonne durch, aber es ist trotzdem angenehm hier zu laufen. Und ich habe gerade auf die Karte geschaut. Es geht dann unten an der Jagst entlang weiter und hoffentlich bleibt es dort auch einigermaßen kühl. Also, weiter geht's. Nimm ich meinen Sack gleich runter. Ich nehme die andere gleich runter. Dankeschön. Und da eine Runde. Da kommen wir da hin an den Tag. Das ist alles den Eizahl. Ich habe nicht schön. Und dann kommt man da unten raus. Und dann geht es ganz. Aber das ist ein Kreuz. Das war unsere Pause im Roten Schloss in Jagsthausen. Und jetzt gehen wir an der Jagst entlang zurück nach Kloster Schöntal.
schöne, interessante Schlucht. Bis runter zur Jagd. Wir laufen gerade an der Jagd entlang, die letzten Meter vor unserem Zielpunkt, was unser Startpunkt war, Kloster Schönfeld. Ein wunderschöner Weg hier oberhalb der Jagd, da unten fließt die Jagd. Und wir können schön hier oben im Schatten in relativ kühler Luft laufen. Macht richtig Spaß. Also, noch ein paar Meter, dann sind wir für heute fertig mit unserer Runde. Und morgen geht's dann weiter. Ich weiß nicht, ob du kannst. Ich möchte einfach ein paar schöne Worte noch finden, heute zu unserer Wanderung. Ich denke, die Wanderung war schön, war toll, war ein bisschen ausspringen. War kulturell, landschaftlich schön. Vielleicht haben wir ein paar Zecke eingefangen, das wissen wir noch nicht. Oder haben wir euch schon untersucht, wissen wir nicht. Das ist toll. Dass ja. Also ich denke, wir trinken einfach ein Gläschen auf einen schönen Tag heute und dass wir nächstes Jahr vielleicht auch wieder zusammenkommen. Aber wir sind dann also und die beiden wieder mal gute. Ja? Also, zum Wohl. Ja, zum Wohl. Ja. Danke. Gerne. Aber flaschig. Und umkreist dann das ganze.